Hallöchen und willkommen zurück zum Let's Play von The Inner World 2, der letzte Windmönch. Was haben wir denn alles gemacht letzte Folge? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt habe ich das berühmte Josh-Syndrom. Ich glaube, wir wollten eine Möglichkeit finden, um die Flötennasen zu retten, ja? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber was machen wir jetzt? Oh, es lädt. Was machen wir jetzt? Wir haben hier diese Doofe. Und wir haben die netten Wachen hier, die man ärgern kann. Und wir haben ihre Lanzen. Und wir haben rausgefunden, wir können das Niespulver in den Ballon umfüllen. Warum sollte ich das Niespulver umfüllen? Andererseits, warum sollte ich nicht? Also, okay, wir haben hier den Ballon. Und den können wir auf. Dann haben wir eine Kugel. Können wir den auf Emil werfen? Ballon auf Emil. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Ah, oh, das ist eine gute Idee. Dann mach das doch gerade mal. Ich lasse die Luft lieber wieder heraus. Nein, nicht rauslassen. Nicht rauslassen, du. So, jetzt nochmal. Mach das mal hier. Wenn ich Emil mit dem Niespulver treffe, erfahren alle, dass er eine Flötennase ist. Ja, schön, aber können wir hier durch? Können wir da hinten rum? Irgendwie nicht, ne. Okay, dann lassen wir uns mal was anderes einfallen. Was können wir denn machen? Also wir können ihn nicht bewerfen. Können die Viecher ihn bewerfen? Oh, das sieht interessant aus. Nimm das nicht. Wir dürfen doch nichts besitzen. Also ich trage immer total viel mit mir herum. Emil sagt, interessante Sachen verderben den Charakter. Okay, interessante Sachen. Was ist denn eigentlich mit so einem Banner? Also ich meine, wir können das scheinbar hier nirgends antackern, aber was ist mit dem Banner? Ist das interessant, by the way? Zwischen den Lanzen könnte ich das Banner aufspannen. Aber die zappeln zu sehr herum. Er wird es aufspannen. Okay, das heißt, wir müssen sie irgendwie dazu kriegen. Hallo! Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Ich. Gar nicht. Wohl. Zappeln die jetzt immer noch rum? Kann ich das hier festmachen? Na, das ist ja nicht. Also, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Aber es ist nichts Interessantes. Auf dem Banner ist die Brezel. Die Brezel ist erlaubt. Lecker Brezel. Banner sind auch nicht verboten, soweit ich weiß. Vielleicht sollten wir Emil fragen. Die letzte Wache, die Emil was gefragt hat, musste ihm 2 Wochen lang seine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Er hat eine Gute-Nacht-Geschichte? Gut, dann werde ich das mal hier anbringen. Mir hat eine Sieht auch ganz schön aus. Ich find's auch gut. Ich mag Rot. Ich mag Brezeln. Ich hab Hunger. Du hast Hunger? Magst du ein Lolli essen? Nee, anscheinend nicht. So, jetzt haben wir da das Banner. Das hält nicht besonders gut. Soll ich's festtackern? Gute Idee. Aber da sind keine Tackernadeln drin. Oh nein. Und die Tackernadeln... Kann die Dame mir irgendwie helfen? Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Tackernadeln. Das ist ja mal doof. Wie bekomme ich die Tackernadeln nur aus dem Brett? Also hier haben wir im Endeffekt jetzt unsere Wachen. Wie bekommen wir die Tackernadeln? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wie bekommt man Tackernadeln aus dem Brett? Warte mal. Das Brett ist mit Tackernadeln geradezu übersät. Und sind das da Wollmausreste? Okay, da sind Wollmausreste dazwischen. Was können wir damit tun? So bekomme ich die Tackernadeln da nicht heraus. Okay, was ist mit dem? Warum sollte ich das tun?
könnte theoretisch... Also, wenn nur eine Idee. Tun die Kochkäfer Holz fressen? Könnte ich es den Kochkäfern geben? Theoretisch. Oh, meine Nase juckt. So, da sind wir. Ach, danke fürs Nasejucken. Wir könnten denen das Brett geben, dann enttackern die das für uns. Oh, das funktioniert. Ui, nur die Tackernadeln haben überlebt. Ja, das wäre eine Idee, ne? So, dann löschen wir das Ganze. So, hier kommt ein bisschen Abkühlung. Sogar in einem mit abgekühlt. Tada! So haben wir Tackernadeln und den Tacker. Ja! So beschaffe ich mir auch immer Tackernadeln. Aber unser Glas ist weg. Och Mann. Schade, ich mag Gläser. Ich hätte gerne Wasser abgefüllt. Jetzt können wir die ja gar nicht mehr versuchen, kalt zu kriegen. So, aber dafür können wir jetzt unser Banner festmachen. Oh Mann. Diese Nase. Jetzt weiß ich, wie Gronkh sich fühlt. Können wir das jetzt tackern? Ich tacker das Banner mal fest. Tackata. Gute Idee, dann fällt es nicht ab. Heil Emil. Heil Emil, heil Brezen. Schick, hast du gerade dem sein... Da ist doch eindeutig dem sein Finger mit festgetackert. So, und jetzt? Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. Ach so, können wir jetzt machen, dass sie sich vertragen? Hey, ist doch nicht so wichtig. Ihr macht beide einen tollen Job. Danke. Ja, ich finde auch, du machst einen tollen Job. Danke. Ja. Beste Freunde für immer. Ja, beste Freunde. So, jetzt ist es gespannt, oder? Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. So, wenn wir die jetzt so... so haben. Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Ja. Aber es hängt zu sehr durch. Hm. Wollen wir nochmal mit denen reden? Ihr beaufsichtigt also die Vollstreckung? Jawohl. Wir passen auf, dass alle vollstreckt werden. Das wollte ich auch gerade sagen. Hast du aber nicht. Ja, also irgendwie müssen wir die Wachen dazu kriegen, dass das gespannt ist. Ihr könntet doch die Wachen 576a und 576b sein. Ja. Ja, aber wer kommt als Erster? Beide. Na gut, dann müsst ihr noch entscheiden, wer A und wer B ist. Nein, die Frage ist, kommt A vor B? Oder andersherum? Beide gleichzeitig. Oh, die kommen gleichzeitig. Ah. Ah. Ich muss sie irgendwie dazu kriegen, dass das Banner gestreckt ist. Was ist eigentlich, wenn ich da jetzt das dran mache? Hey, was soll das? Oh. Oh, oh. Also wir kriegen das gespannt, indem wir ihre Aufmerksamkeit auf das lenken. Aber dafür müssen wir die Tuppes hier ablenken, würde ich mal sagen. Magst du ein Lolli? Nimm das weg. Ich muss die Veranstaltung überwachen. Okay. Soll ich das kaputt machen? Das war doch jetzt geraten, oder? Hätte ja sein können. Wir haben den Tacker ja noch. Ich mit der Papiertüte... Kann ich die ja überstülpen? Nimm das weg. Ich muss die Veranstaltung überwachen. Ich könnte ihre Kamera kaputt machen. Aber wie? Ich fühle mich beobachtet. Ja? Ich kann doch nicht fliegen. Ja, aber Hack kann's. Mann. Absperrung. Kann ich dein Lolli dran? Warum sollte ich das tun? Warum nicht? Oder das Karamellbonbon. Warum sollte ich das tun? Das ist der Lautsprecher. Alternativer Fakt ist, wer am lautesten schreit, hat recht. Alternative Fakten, ja, ja, das gibt's ja zuhauf. Was können wir da reinmachen? Ja, wir können auch den Lolli da reinmachen, aber ich glaube, das ist nicht. Warum sollte ich das tun? Es hängt ja daran, die Dame
hier, die beobachtet uns. Die müssen wir hier wegkriegen. Aber wie? Mit dem Karamellbonbon? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Tja, was denn dann? Nimm das weg. Ich muss die Veranstaltung überwachen. Ich fände es ja cool, wenn wir irgendwas machen könnten, damit sie sich abregt. Aber irgendwie klappt da nichts. Keine Ahnung, finden wir hier doch noch irgendwas. Irgendwas Tolles. Das mache ich nicht. Okay, dann muss er ja selber niesen, stimmt. Die Papiertüte. Kann ich dem Auge die Papiertüte aufsetzen? Geht das? Vom Hinterhof aus? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Warum ist Hack nicht da, wenn man ihn mal braucht? Warum sollte ich das tun? Reicht ja schon, wenn man hier... Sie haben den Platz abgesperrt. Ja, und was kann man damit machen? Keine Chance. Da komme ich nicht durch. Können wir die Tüte tackern? Da muss nichts festgetackert werden. Können wir das Windrad festtackern? Da muss nichts festgetackert werden. Können wir den Lolli festtackern? Da muss nichts festgetackert werden. Können wir sie mit dem Lolli hypnotisieren? Keine Ahnung. Guck mir nochmal an. Ganz schön klebrig. Und wenn ich zu lange drauf schaue, wird mir schwindelig. Ja, wenn wir... Können wir das an die Kamera kleben? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und auf das Überwachungsboot? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und wenn wir ihr den Lolli geben? Nimm das weg. Ich muss die Veranstaltung überwachen. Ja, nimm das weg. Oho. Das Banner ist immer nur zwischenzeitlich richtig gespannt. Ja, klar. Müssen wir jetzt warten, bis es wieder richtig steht, oder was? So jetzt, oder was? Ich könnte das Banner, aber es... Es hängt doch gerade gar nicht durch. Das Banner ist immer nur zwischenzeitlich richtig gespannt. Richtig gespannt. Ja, so richtig gespannt. So eine Blöde. Nimm das weg. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ja, finde ich auch, aber wir müssen ja irgendwas tun. Können wir die Absperrung, können wir da rausgehen? Sie haben den Platz abgesperrt. Können wir da rausgehen? Keine Chance, da komme ich nicht durch. Also, wir können das Windrad in die Halterung stecken, dann gucken die darüber. Das Problem ist aber, dieses doofe Auge. Wie kommen wir da nur ran? Also, schwindlig. Das Problem ist... Das mache ich nicht. Guckt auf den Bildschirm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Guckt ja auf diese ganzen Bildschirme. Können wir noch mit der reden? Kann ich euch... Nein, die Leute fragen mich immer das Gleiche. Was denn? Oh, und was? Warum tun Sie mir das an? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Und der Klassiker, was machen Sie in meinem Badezimmer? Oh, na ja, vielleicht sollte ich einfach... Ja, vielleicht solltest du einfach. Ich fühle mich merkwürdig zu ihr hingezogen. Vielleicht habe ich ja einen bestimmten Typ. Ja, ablehnungsfreudige Menschen bestimmt. Wollen wir ihr das Windrad schenken? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Entsteinerungsstrahler. Da hinten ist er. Da muss ich hin. Frau Schmitz. Ohne Witz, Frau Schmitz, so wird das nix. Oh, ist das kalt. Da muss nichts festgetackert werden. Wenn wir die da dran festtackern, also wenn wir den Lolli an dem Auge festtackern. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Schade, Schokolade.
Oh, Schokolade wäre jetzt was Gutes. Hä, aber der Lolli, der ist doch verwirrend. Und wenn ihr dann schwindlig wird und sie umfällt, wenn wir den da irgendwo draufpacken? Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Da ist ein Auge und da ist ein Auge. Da müsste ich vor das Auge im Prinzip den Lolli machen. Oh! Ah! Ah! Ich muss... Ja klar, wenn ich das jetzt hinmache, geht das oder was? Oh... Oh, es funktioniert. So, jetzt kriegt keiner mehr was mit. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Mir wird ganz schwindelig. So, und jetzt? Jetzt müssten wir doch... Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Aber es hängt zu sehr durch. Ja, aber was können wir denn machen, damit das nicht durchhängt? Wachen! Hallo! Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wache 576 meldet sich zum Dienst. Wer von euch ist denn nun Wache 576? Ich. Ich. Gar nicht. Wohl. Okay. Okay, wenn man die jetzt ganz grimmig... Wachen, Wachen, hey! Es gibt doch keinen Grund für fliegende Fetzen. Ihr habt doch keine hohlen Köpfe. Oder? Der Junge hat recht. Was er sagt, ist die volle Wahrheit. Stimmt. Hören wir auf mit diesem Mummschanz. Du bist der Mac-beste Kumpel, den ich jemals hatte. Ja, ja. Können wir das noch mitnehmen? Ach so. Mir wird ganz schwindelig. Magst du es jetzt mitnehmen? Da lasse ich lieber die Finger von. Okay. Ja, aber warum geht das nicht? Ich könnte das Banner als Schleuder benutzen. Ja. Aber es hängt zu sehr durch. Okay, bevor wir jetzt noch einen extra Durchhänger haben, würde ich sagen, es ist ja auch schon wieder Zeit, dass wir eine Pause machen. Und wir haben jetzt voll das geile Hypnotiseurauge gemacht. Hier, da sehen wir sie, die Frau Schmitz, ohne Witz. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt mal in eine kurze Aufnahmepause und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ganz viel Spaß noch und bis dann, tschüss.